Ja, der Stulmenrand ist jetzt eigentlich aus der Sache geboren, dass sie da ein neues Wegenetz aufgebaut haben. Und zwar führen entlang zum Wasserfall 728 Stahl- und Naturstufen. Und das hat mir eigentlich zum Anlass gegeben, da ein cooles Projekt zu starten, den sogenannten Stulmenrun, wo wir eigentlich den, also einerseits die Treppen dabei haben und aber mega lässige Wege, wie zum Beispiel den Steppsteig, den Wasserwallweg und entlang den Höhenweg oben, also alles dabei, was also einem Trailrunner Spaß macht. Das Thema startet am 21. Mai. Es startet im Dorfzentrum. Wir machen einen Bambini-Lauf, also für die Kinder natürlich auch oberst dabei. Das spielt sich mehr oder weniger dann im Dorfzentrum ab. Dann gibt es so also einen Teambewerb, wo wir auch wiederum im Dorf starten. Ist aber dann das Ziel am Gasthof Stulmenfall. Und dann ist der Einzelbewerb, wo wir dann eigentlich eine Rundstrecke haben, auch wieder der Start im Dorfzentrum. Und wir laufen dann auf über die 728 Stufen bis auf den höchsten Punkt am Biegel und entlang den Höhenweg, Steppsteig, wieder retour ins Dorf. Das sind also ca. 13 Kilometer, 600 Höhenmeter, also alles dabei, was wiederum ein Trailrunner also Spaß macht. Ja, mehr Informationen also gibt es übers Internet, einmal auf Tourismusverband Ötztal oder umhausen.com. Da kommt ihr dann auch wiederum direkt auf den Stulmenrun, anmelden und da den Scraben-Band so viel wie möglich daran teilnehmen.